Servus bei Hashtag Frag den Braumeister. Mein Name ist Richard Hopf, Braumeister in Langbräu. Wir sind hier live im Lagerkeller und beobachten gerade unser helles Bier bei der Nachgärung, Nachreifung und klären heute das Thema, was ist ein Zwickelbier bzw. Zwickel. Wir haben hier an dem großen Tank einen Hahn dran und man sagt so, man zwickt sich von der großen Menge eine kleine ab. Daher stammt der Name Zwickelbier. Natürlich sind wir hier noch ganz während der Hauptgärung am Start und das Bier ist dadurch natürlich hefetrüb. Wir beobachten die Gärkräftigkeit hier an dem Spundapparat, wo die überschüssige Gärungskohlensäure abgelassen wird. Und anhand der Trübung und des Absetzverhaltens können wir also auch den Reifegrad unseres Bieres beobachten. Und wir sind hier 6 Wochen bei 0 Grad. Und dann testen wir also mal, wie die Trübung sich verhält und geben es dann zur Abfüllung frei. Wohl bekommst.